So, und schon wären wir drin im Park. Wir sind ganz begeistert eigentlich, weil es hier ziemlich offen ist und schön ruhig, nicht so viele Leute. Liegt vielleicht am Australian Day heute. Ich würde sagen, wir zeigen euch einfach mal die besten Tiere jetzt hier so Stück für Stück. Fangen wir mal an mit den Tasmanian Wedge-Tailed Eagle. Das ist im Prinzip so eine Art Adler und ein ziemlich großer sogar. Der hier hat eine Flügelspannweite von 2,30 Meter und isst Kängurus, Vögel, Kaninchen und so weiter und so fort. Und ist halt hier in Tasmanien beheimatet. Die sehen schon ziemlich groß aus, scheinen irgendwie krank zu sein oder nicht ganz fliehen zu können. Deswegen sind die hier sozusagen zum Aufpäppeln in diesem Reservoir hier. Könnten, wenn sie wollten, auch wegfliegen, aber ich glaube, die haben irgendein Problem mit den Flügeln. Und ja, das da's. Ja, dann hätten wir hier die grauen Gänse. Wir finden die ziemlich cool, weil die so ein bisschen aussehen wie Dinosauriervögel, finde ich. Also so vom Kopf her, das sieht schon ziemlich cool aus. Und auch so die Füße. Sind aber im Prinzip ganz normale Gänse, die auch hier in Tasmanien beheimatet sind. Und die sind auch gar nicht mal so scheu und wollen wahrscheinlich Futter haben. Wir haben nämlich ein bisschen Futter dabei für die Kängurus später, die ihr nachher auch noch sehen werdet. Und ja, schaut mal, hier sind ein paar Emus. Sehen zwar jetzt auch nicht großartig anders aus als Straußen, wie man sie aus Deutschland kennt. Vielleicht ein kleines bisschen kleiner und ein bisschen anderes Fell. Aber sonst, also ich finde die auch so sehr angsteinflößend. Mal gucken. Wiegen so zwischen 30 und 40 Kilo und können auch ziemlich gut rennen, wenn sie wollen. Wow. Jetzt werden die Tiger Snakes gefüttert. This incredible creature, guys. The idea of what I'm going to do here today is get it to strike. Now, they are highly venomous and you have to make the snake believe that what they're going to bite is alive. They only go for live food. They don't actually tend to eat dead food. If you're going to have food sitting on your stomach for as long as 3 to 4 days, like a snake can, well, you need to make sure what you're eating is healthy. If you eat something that's already dead, there's no guarantee that it was healthy when it was alive. Ja, wir haben da hinten gerade voll die hübschen Rehe entdeckt. Leider sind sie ein bisschen scheu und auch zu weit weg, damit ihr die jetzt sehen könnt. Deswegen blenden wir mal ein Bild ein. Die sehen aus wie aus dem Bilderbuch, wie man einen Reh aus dem Kinderbuch kennt, aber so nie in der Wildnis sieht. Voll cool. Voll hübsche Tiere. Wir sind jetzt hier nochmal auf dem Wallaby Walk und es ist echt schwer, die zu entdecken, weil die sich immer so verstecken. Ich versuche mal, mich leise ein bisschen ranzuschleichen, damit man es ein bisschen besser sieht. Das ist halt im Prinzip eine Känguruart, die halt ein bisschen kleiner ist. Und das ist jetzt speziell ein Wallaby, was hier in Tasmanien lebt und an die Natur- und Temperaturgegebenheiten angepasst ist. Gleich müsste es loshüpfen, hoffentlich. Jetzt. Wie gesagt, vom Verhalten her und Aussehen sehr, sehr ähnlich dem Känguru, aber halt ein gutes Stück kleiner, ne, Hannes? Kleiner und scheuer, ne? Ja. Und auch, finde ich, nicht ganz so hübsch. Also das sind mehr so die kleinen, zarten Känguru-Tiere. Die sind nicht so muskelbepackt wie die großen. Und können auch, glaube ich, nicht ganz so gut treten. Deswegen sind sie wahrscheinlich auch scheuer und halten sich eher im Hintergrund, um Problemen aus dem Weg zu gehen. Und hier drüben gibt es noch ein paar Papageien oder Parrots nennen die sich ja. Haben ja alle verschiedene Namen. Die sieht man allerdings nicht ganz so unhäufig, also da kann man eher noch welche in den Bäumen manchmal sehen in Australien. Und wenn man Glück hat, sind die auch so zahm, dass die einen auf die Hand fliegen oder auf die Schulter. Und ja, besonders wenn man Futter dabei hat natürlich. Aber ansonsten sehr häufig eigentlich zu sehen hier in Australien. War anfangs ein bisschen ungewohnt, weil das halt so bunte Tiere sind, die man halt wirklich nur aus weiß ich nicht, speziellen Tierparks kennt in Deutschland.
So, und jetzt sind wir hier bei den tasmanischen Teufeln angekommen. Das war ja eigentlich das, was wir sehen wollten. Die sehen schon ziemlich gespenstisch aus, finde ich. Krass. Vor allen Dingen haben die voll viele Namen, weil die sich wohl untereinander auch ganz schön bekeifen hier immer. Ja, die können halt 20 Kilometer pro Stunde rennen, essen eigentlich so alles, was es so gibt. Also sprich Fisch, Fleisch, viel tote Tiere. Johannes wird ganz schön mutig jetzt. Boah. Krass, der Blick. Ja, der sieht schon brutal aus. Ne? Ja. Und der humpelt auch schon ganz schön. Ich finde die ja nicht so hübsch. Ehrlich gesagt. Hier ist noch einer, der sieht genauso hässlich aus eigentlich. Ja, und das ist das, was zu essen hier. Knochen. Mir gefallen die nicht so. Aber es ist halt ziemlich schwierig, welche in freier Natur zu finden. Weil, also tote schon, weil die liegen ja jede Weile am Straßenrand. Aber das ist halt eben auch das Problem. Die Leute halten sich hier nicht wirklich an die Geschwindigkeitsschilder oder Vorkehrungen. Und deswegen passieren halt so viele Unfälle auch mit den Tieren. Und das Problem ist halt, die sterben halt so langsam aus. Beziehungsweise waren sogar schon mal fast ausgestorben. Und konnten halt mit Hilfe hier von solchen Reservoirs die Art halt am Leben gehalten werden, so ein bisschen. Und dieses Reservoir versucht halt auch regelmäßig welche halt in die Freiheit zu entlassen. Versehen die auch mit Chips. Meinen dann aber auch, dass sie nach 2 bis 4 Wochen meist immer tot an der Straße dann gefunden werden. Und das ist halt ziemlich schade. Und ja, so ist das halt, ne? Ja, das hier vielleicht nochmal ganz interessant, schwarze Schwäne. Gibt es ja so in Deutschland nicht. Sind wir ja vorgestern schon in Launceston mit denen geschwommen im See. Sehen eigentlich auch ganz cool aus. Und sind auch nur hier in Tasmanien und Südaustralien, also sprich Melbourne rum, beheimatet. Versuchen uns jetzt hier irgendwas vorzusingen. Sehr schön. Das war nur für euch. Und hier sind noch Wombats, oder sollten zumindest sein, aber wir sehen gerade keine. Ah, hier. Ja. Wombats liegen ja auch leider ab und zu mal am Straßenrand. Auch nicht so einfach, die in einer freien Wildbahn zu sehen, leider. Eigentlich auch ganz coole Tiere. So eine Mischung aus Koala und Wildschwein, würde ich sagen, vom Fell her. Ich weiß nicht, darf man die anfassen? Ich wollte schon immer mal einen Wombat anfassen. Hm. Ja, ziemlich ähnlich das Fell. Vom Fell her ähnlich wie beim Känguru. Recht weich. Ja, das sind Wombats, Freunde. So, dann wären wir auch schon bei den Kängurus angekommen. Die kratzen sich gerade hier so ein bisschen. Ich finde, der Känguru ist voll cool irgendwie. Und die sind auch ziemlich zahm hier. Kann man auch streicheln, wenn man möchte. Aber hier ist noch ein etwas kleinerer. Na, großer. Also manchen gefällt das, wenn man die streichelt. Aber manche, die ziehen sich dann lieber zurück. Ich glaube, ihm ist das egal hier. Richtig cool. Die eine Gans, die geht hier immer ab und scheucht die ganzen anderen Tiere auf. Finde ich aber voll cool. Die hat irgendein Problem, hat die.
Die rennt hier immer durch die Gegend und faucht hier rum. Mega cool. Da geht's schon wieder los. Ich finde cool, dass es so ruhig ist hier. Also man ist hier wirklich fast ganz alleine. Also jetzt sogar ganz alleine. Keine anderen Leute zu sehen, finde ich ja voll cool. Und der hier relaxt richtig. Immer noch. Und hat sogar ein kleines Tierchen im Beutel drin. Guckt ein Ohr raus. Hey. Ja, müde, ne?